Ja, also ich habe das Thema ernst genommen und will auch wirklich referieren zum Thema, diese halbe Stunde. Und ich habe mich auch, wie ich das in der Regel tue, gut vorbereitet. Und was Sie als erstes hier sehen zum Einstieg, ist einer der Slogans des ISB: Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schule. Der passt sehr gut, speziell zu dem Thema, das wir heute haben. Dieses Thema heißt ja systemische Lernkulturen schaffen. Ich will jetzt nicht einfach loslegen, um aus dem ISB zu erzählen, sondern ich will schon ein bisschen ausholen, wie ich das meist tue, weil ich einfach so programmatisch Dinge fassen möchte, die nicht unbedingt neu sein müssen. Das kann sein, dass Sie das alles durchaus kennen, aber was wir brauchen, glaube ich, in unserem Feld ist, dass wir Orientierungen, die wir haben, auch programmatisch fassen und deutlich machen, dafür stehen wir. Sehr oft sind die Menschen in ihrer Praxis und die Vielfalt ihrer Professionalität weiter als in dem, wofür sie dann stehen, wenn man sie danach fragt, welcher Schule gehörst du an oder was machst du dann? Und ich bin immer daran interessiert gewesen, Programmatik zu entwickeln. Und diese paar 20 Charts, durch die ich gehen möchte und zum Anlass nehmen, ein bisschen was zu erläutern, die haben diese vier Punkte. Zunächst will ich einfach nochmal Sie daran erinnern, warum eigentlich Kultur? Ein Begriff, mit dem wir seit 30 Jahren arbeiten. Damals hat man mich meist gefragt, wie Kultur? Konzert, Abendkonzert oder was? Daran merkt man, und das ist auch schön, wenn man eine Jahrzehnte unterwegs ist, wie sich die Zeiten gewandelt haben. Kollegen von mir haben mittlerweile Millionen Aufträge unter dem Stichwort Kultur. Also der Zeitgeist hat sich sehr wohl weiterentwickelt und es ist gut, dass wir damals schon vorgearbeitet haben, weil wir heute lieferfähig sind an dieser Ecke. Also warum überhaupt Kultur? Da möchte ich noch an einige Argumente erinnern. Unser Thema ist heute ja Lernkultur, aber wir sind ja eine Organisation, in deren Rahmen man lernt für Professionalität und für Organisationsweltgestaltung. Also kann man Lernkultur nicht abhandeln, ohne vorher darüber nachzudenken, ja, für welche Professionskultur eigentlich und für welche Organisationskultur eigentlich. Und das wird auch das Systemische an der Sache sein, dass wir die Dinge nicht einzeln rausheben und spezifisch im Blick nehmen, sondern immer in die Gesamtzusammenhänge stellen, damit man sich nicht mit Teilperspektiven übermäßig befasst, sondern immer wieder den Blick etwas weitet. Ich von meiner Persönlichkeit bin ein Typ, der, wenn er was nicht ganz versteht, eher einen Schritt zurückgeht und den Zusammenhang anschaut. Andere Menschen neigen eher dazu, näher hinzugehen und es im Detail zu fassen. Beides ist wichtig. Sehr oft ist aber wirklich dieses einen Schritt zurücktreten und den Zusammenhang zu verstehen, oft macht die Eigenschaft dessen, was man sieht, sehr viel deutlicher, als wenn man es ganz genau sieht. So, das als eine kleine Metapher für die Haltung. Also zunächst sage ich ein bisschen was über warum Kultur, dann was verstehen wir unter Organisationskultur, was ist uns daran wichtig, was unter Professionskultur und darauf aufbauend dann ein bisschen was zur Lernkultur. Ja, warum Kultur? Da habe ich ein Schaubild entwickelt, das, wenn ich gefragt werde, oft hilfreich ist, das deutlich zu machen. Das ist ein Zeitstrahl von links nach rechts. Und so oft kommen wir selbst an oder unsere Klienten kommen an und haben ganz dringende inhaltliche Probleme, vielleicht aufgeschobenen Entwicklungsbedarf, 20 Themen und wollen sofort loslegen. Und zwar breitflächig, umfassend. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man einerseits die Bedrängnis versteht und andererseits ja auch nicht sie unnötig mit einem Vorspiel aufhalten möchte,
dann führt das oft dazu, dass die Probleme später umso größer werden. Man kommt scheinbar schnell los, arbeitet am Inhalt, am Ergebnis und bemerkt die vielen Missverständnisse und Fantasien und Unabgeklärtheiten, was man wie, wann, in welcher Rolle, mit welcher Verantwortungsverteilung machen möchte, erst allmählich. Und die Menschen neigen ja dazu, dann in Motivationshypothesen zu denken. Warum macht er nicht das, was ich denke, was er machen sollte? Und merken gar nicht, dass wir ja noch gar keine Gemeinschaftswirklichkeit entwickelt haben, dass wir noch keinen gemeinsamen Stil entwickelt haben, dass es eigentlich überhaupt nicht zu erwarten ist, dass wir Hand in Hand arbeiten. Und Sie alle kennen das Phänomen, dass ein Projekt, das mit großem Anschub möglichst gleich zum Inhalt gehend losgegangen ist, nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr immer mehr ins Stocken kommt und die Probleme sich so häufen, sodass man nach, in dem Schaubild jetzt, einer gewissen Zeit dann zu 90% Kulturprobleme hat, mit denen man umgehen muss und der Anteil der inhaltlichen Arbeit Aufgabenbezogenheit doch sehr reduziert worden ist. Und das ist anders, wenn ich von vornherein sage, ja, lass uns an einer Kostprobe mal zusammenarbeiten, damit wir lernen, Hand in Hand zu arbeiten. Aber am Anfang dient 80% unserer Aufmerksamkeit dazu, dass wir das als Beispiel nehmen, wie wir gut zusammenarbeiten. Und wenn in dem Maße, in dem wir lernen, das gesichert zu tun und wenn es Probleme gibt, uns wirklich gut und schnell abzustimmen, umso mehr können wir den Inhaltsanteil erhöhen. Und siehe da, obwohl man mit Kultur Hauptsache angefangen hat, nach dem gleichen Zeitraum ist man dann richtig beim Inhalt und hoffentlich vorangekommen. Ist jetzt natürlich eine Metapher, ein idealistisches Bild, aber es hat mir sehr geholfen, Menschen davon zu überzeugen, dass gerade dann, wenn die Aufgabenthemen drängen, dass man dann nicht die Kultur schleifen lassen darf. Denn wenn sich schlechte Kultur einspielt, die kriegt man nachher kaum noch raus. Das muss man einfach sagen. Ja, warum überhaupt? Also, was ist mein Verständnis von Kultur? Mit Kultur kann man das Beste in jedem in den Vordergrund holen und mit dem Besten anderer verknüpfen. Der Professor Fehr in Zürich, der macht Spielexperimente und der sagt, er kann jeden beliebigen Menschen am Hauptbahnhof in Zürich holen und er kann die Spielregeln so setzen, dass der nach einer halben Stunde Fortgang des Spiels anfängt zu betrügen und ständig auf der Lauer zu sein. Und er kann dieselben Spielregeln so machen, dass die gleichen Menschen nach einer halben Stunde sich sehr anständig verhalten. Und das hat nicht so sehr mit den Eigenschaften der Individuen zu tun, sondern dass die so miteinander verknüpft werden, dass jeder das Beste in den Vordergrund holt. Und das ist diese Grundidee, warum Kultur so wichtig ist. Dass es nicht jeder allein aus sich schöpfen muss, sondern dass er von anderen leicht eingeladen wird in seine besseren und kompetenteren Seiten und dass er lernt, andere einzuladen, sodass wir uns gegenseitig helfen, kompetent zu sein und uns auf gute Weise zu verhalten. Jeder, der in komplexen Organisationen arbeitet, weiß, dass man das nicht alles analytisch durchdenken und durchgestalten kann, sondern man kann das eigentlich immer nur an Beispielen tun, man kann Rahmensetzungen machen, aber sonst ist man darauf angewiesen, dass die Leute an den Beispielen gelernt haben, worauf es bei uns ankommt und dezentral und selbstgesteuert sich organisieren und sich mit anderen kurzschließen. Das heißt, komplexe Systeme können eigentlich heutzutage nur durch Kultur gesteuert werden. Sie können gar nicht analytisch, mechanistisch gesteuert werden. Deswegen haben wir gar keine große Wahl, als Kultur zum Thema zu machen und aktive Kulturgestaltung. Die meisten Menschen tun das. Das ist von der Sache her nicht neu, aber es so deutlich zu benennen, das ist nicht immer üblich. Ja, und von daher ist Kultur auch nicht unbedingt was sich nebenbei ergibt. Klar, wenn sich viele Menschen gut verhalten, entsteht dabei eine gute Kultur. Aber oft laufen auch Sachen daneben, fallen runter und da braucht es jemanden, der drauf guckt und sehr wachsam drauf guckt, ob sich die richtige Kultur entwickelt. Und wir brauchen einfach eine Didaktik, eine Methodik,
um solche Beispiele zu initiieren, dass anhand dieser Beispiele Kultur gelernt wird. Und Kultur kann letztlich nur durch Kultur erzeugt werden. Also man kann es sich nicht machen lassen von einer Werbeagentur oder von einem externen Berater, sondern Kultur entsteht dadurch, dass ich mich kulturell hochwertig verhalte, dass andere erleben, sie davon berührt sind und sie dazu geeignetes Verhalten selbst entwickeln, um sich an das, was sie als wertvoll empfinden, anzuschließen. Sie alle wissen, dass mit negativer Kulturerscheinung genau das Negative passiert. Also wenn schlechtes Benehmen an der Tagesordnung ist, dann zieht es sehr schnell seine Kreise. Und Kultur ist auch nicht eine Sache, wo man sich einfach nur an die, womit man einfach nur appellieren kann, an die humanistische Einstellung, an die Fairness und an sonst was, sondern Kultur braucht klare Ordnung. Also auch die Hard-Factor-Geschichten sind geeignete Mittel, Kultur gestalten. Und es braucht einen Rahmen und innerhalb dieser Rahmen braucht es Spielräume. Und zur Kultur gehört, dass man klar macht, was die Rahmen sind und was die Spielräume sind und darüber immer wieder in Dialog kommt. Und Kultur braucht Pflege, ergibt sich daraus ganz klar, insbesondere in der Initialphase. Ich habe als Bonmot immer gesagt, wenn ich meine nicht die Kultur des Feuilletons, sondern ich meine die Kultur des Wirtschaftsteils der Zeitung. Und wenn es um Organisationskultur geht, das kann ich jetzt nicht ausführen, ich kann da jetzt erstmal ein paar Schlagwörter machen, vielleicht nachher an den Beispielen auch wird Ihnen vieles klarer. Eine Organisation ist das, was ich dafür halte. Also der Finanzmensch, für den ist eine Organisation was anderes als für den Personalentwickler oder für den Techniker oder für den Architekten. Also Organisation ist eigentlich nicht ein Ding, sondern eine Betrachtungsweise. Wir betrachten Organisationen als menschliche Systeme. Das heißt, wir schauen auf die Menschen, wie sie zusammenspielen und ihre Art des Zusammenspiels betrachten wir eben unter diesen Perspektiven Organisationskultur, Professionskultur und Lernkultur. Ich merke, ich muss ein bisschen kryptischer werden, sonst komme ich mit der halben Stunde nicht durch. Bitte? Ich weiß nicht, ob Sie autorisiert sind, mir diese Erlaubnis zu geben. Aber eigentlich versuche ich es. Lass mich einfach wissen, wenn du es anders brauchst. Ja? Ja, nee, aber ich würde schon ganz gern knackig bleiben. Wir wollen ja nachher. Ich bin oft am besten, wenn wir nachher diskutieren. Deswegen sollten wir die Zeit nicht totschlagen. Vielleicht darf ich gleich darauf hinweisen: Wir haben auf unserer Website jede Menge Material. Alles kostenlos. Zu den ganzen Themen können Sie jede Menge Charts finden und zu jedem Chart, wenn Sie draufklicken, den entsprechenden Videospot, in dem erklärt wird. Also aus dem hier wird auch sowas gemacht, was ich damit meine. Sie können sich diese Charts in Ihren eigenen Frame rüberziehen, um die Sachen weiterzuverwenden. Es gibt zu vielen Themen Themenkörbe, wo Sie Vertiefungen zusammengestellt bekommen haben und es gibt Toolboxes, wo Sie, wenn Sie damit in einem Seminar oder am Arbeitsplatz was machen wollen, dann direkt was weitermachen können. Das heißt, ich kann vieles auch kryptisch lassen. Wenn es Sie interessiert, gehen Sie mit diesem Stichwort bei uns auf die Website. Sie werden reichlich fündig werden. Also, man wird ja immer nach Definitionen gefragt. Ich bin nicht so sehr ein Freund von abgrenzenden Definitionen. Mehr ein Gefühl zu kriegen, was ist denn im Wesentlichen damit gemeint? Das, was George Steiner kernprägnant genannt hat. Nicht randscharf. Der Kulturwissenschaftler George Steiner. Und ich habe das mal so vereinfacht gesagt, Organisationskultur meint gelebte Antworten, nicht propagierte, ist klar, auf Fragen der Leistungserbringung, eine der Hauptdimensionen, wofür eine Organisation der Regel da ist, und der Lebensqualität der beteiligten Menschen. Das ist die Doppelaufgabe aus humanistischer Wirtschaftssicht, mit der wir immer befasst sind.
in allen Bereichen des formellen und informellen Zusammenwirkens. Das Formelle gehört aber genauso dazu. Manche sagen, ja, Kultur, was willst du mit Kultur machen? Kultur gibt es doch immer, irgendeine Kultur. Ja klar, wenn man deskriptiv rangibt, kann man immer das, was man halt vorfindet, sagen, das ist deren Kultur. Unser Eins wird ja nur gerufen, wenn irgendjemand die Idee hat, es soll was besser werden, es soll sich was entwickeln. Und da brauchen wir natürlich irgendwelche Vorstellungen, was denken wir, was lebbare und geeignete Kulturen wären und wie können wir dazu verhelfen, die zu fördern. Und das ist dann eher eine normative Herangehensweise. Zwei Begriffe will ich vielleicht auch ganz kurz benennen, die auch schon eine lange Geschichte bei uns haben. Das ist die systemintelligente Personenqualifizierung und die personensensible Systemqualifizierung. Ich bin ja von Haus aus Weiterbildner in der Hauptsache gewesen und ich habe immer gesagt, klar, Personenqualifizierung ist das, was wir als Hauptprodukt machen, aber wir können, wir müssen ja immer überlegen, in welchem System ist eine solche Person in welcher Rolle und wie tätig. Also diese, als Psychotherapeut neigt man ja dazu, auf den Menschen zu schauen und auf dessen private Herkunftsgeschichte, auf dessen Motive, auf dessen Selbstverwirklichungswünsche, auch wichtig, ja. Aber wenn die Menschen kommen, um etwas zu lernen, um in ihrer Profession oder in ihrer Organisation besser zu werden und sich erfüllter zu fühlen, dann müssen wir verstehen, in welchen Systemen sie wie zugange sind, sonst können wir keine vernünftige Personenqualifikation machen. Irgendwas kann man immer machen, aber ob das wirklich hilft, ist eine zweite Frage. Und deswegen haben wir das System intelligente Personenqualifizierung genannt. Gleichzeitig ist wichtig, dass wir die Systeme selbst qualifizieren. Also dort beispielhaft in der Organisation, zum Beispiel in der Teamentwicklung, so arbeiten, dass die dabei lernen, wie ein solches Zusammenspiel aussehen kann. Und es soll personensensibel sein. Sie alle kennen Beratungsunternehmen, die sich einen Organisationsentwicklungsplan ausdenken, der an sich toll ist und vielleicht das Business, die Business-Entwicklung auch bringen würde, der aber ohne Sensibilität ist für die Menschen, die da sind, die das ja aber am Ende leben müssen. Und nachdem wir für uns ja Organisation die Menschen sind, können wir uns nicht vorstellen, dass man so ein System qualifizieren kann. Also es muss immer personensensibel sein. Was das heißt, komme ich gleich noch näher drauf. Jetzt habe ich schon viel gesprochen vom Menschen und von der Organisation. Beides endlose Gebiete. Und da habe ich mit dem Rudi Wimmer, der auch hier ja mal zu Gast war, habe ich ja mal lange Diskussionen geführt, der sagt, ja, ich als Arbeitgeber kann mich doch nicht damit beschäftigen, wenn da einer jetzt 12 Stunden arbeitet, ob er das aus Engagement oder aus Arbeitssucht tut oder weil er seine Frau nicht leiden kann. Da ist irgendwo die Grenze. Klar, es muss irgendwo die Grenze sein. Unternehmen sind keine Orte der totalen Menschenschau. Aber tatsächlich spielt ja der menschliche Hintergrund immer herein und deswegen müssen wir ihn oft berücksichtigen, weil wir sonst das Tätigwerden des Menschen in der Organisation einfach nicht hinreichend verstehen. Und das wird das oft nicht hinreichend verstehen, weiß ja jeder. Also wie können wir sowas konzipieren? Und meine Lösung war, die Menschen in ihren Organisationsrollen zu sehen. Und das Gleiche gilt natürlich umgekehrt Richtung Organisation. Nicht immer, wenn ich jemanden berate, kann ich die gesamte Organisation dahinter mit ihren Märkten, mit ihren Zusammenhängen mit einbeziehen. Das ist unendlich. Wir müssen immer entscheiden, wie viel davon brauchen wir jetzt, um diesen Menschen dafür zu qualifizieren, in seinem Umfeld auch tätig zu werden und besser zurechtzukommen. Und das ist das Modell dazu, Menschen in den Organisationsrollen und dort die Organisation und der Mensch begegnet sich sozusagen in diesem rollenden Raum. Dazu gibt es ganz viele Konzepte von uns, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen aufführen kann. Dasselbe gilt natürlich für die Begegnung des Berufsfeldes und des Menschen. Und da sind wir dann bei den Professionsrollen als das Feld, in dem sich diese beiden Welten treffen. Und wir verstehen uns als Spezialisten, denen zu helfen, in beide Welten hinreichend gute Verständnisse zu entwickeln, damit Qualifizierung gelingen kann.
Und das wollte ich nur einfach mal gezeigt haben. Das ist das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit. Das ist das Modell von mir, das weltweit am bekanntesten ist und für den ich auch in San Francisco mal einen großen Preis gekriegt habe. Das zeigt eben, dass wir den Menschen die Persönlichkeit verstehen als ein Bündel von Rollen in drei Weltbereichen. Also der Mensch in seinen Berufsrollen, auf den Bühnen seiner Berufswelten, auf dem Berufslebensweg, das ist was anderes vom Fokus her als der private Entwicklungsweg, oder der Mensch in seinen Organisationsrollen, also einmal betrachte ich ihn, sagen wir mal, als Kaufmann und die Entwicklung vom Kaufmann vielleicht zum Coach oder zu sonst was, das sind Berufsentwicklungen. Wenn ich denselben Menschen aber betrachte unter dem Gesichtspunkt, in welcher Rolle ist er eigentlich tätig, dann ist er in dem Fall mal Vorgesetzter, mal Arbeitsteammitglied und so weiter. Und das ergibt ganz andere Fragestellungen. Die sind durch sein Selbstverständnis in seiner Profession nicht zu klären, sondern die haben etwas mit den Welten der Organisation, in der er aktuell tätig ist, zu tun. Und die Privatwelt. Und dieses Schaubild macht klar oder setzt didaktisch, dass ein Mensch ist der Mensch in seinen Rollen. Und wenn seine Menschlichkeit kann er leben in der Qualität, in der er seine Rollen lebt. Diese Qualität kann aber nicht bestimmt werden, ohne die Professionswelt, in der die Rollen gespielt werden, mitzuverstehen oder ohne die Organisation, in der das geschieht, mitzuverstehen und die Wechselwirkung und ohne seine Privatwelten zu verstehen. Und dieses Schaubild steht auch ein bisschen für Zusammenhangsfragen. Also es kriegt jemand Probleme, zum Beispiel mit seiner Ehefrau. Dann kann ich ihn zum Paartherapeuten schicken. Es kann aber auch sein, dass die Probleme mehr plausibel sind als Folgeprobleme, dass er mit Delegation nicht umgehen kann, deswegen so lange arbeitet und deswegen nicht nach Hause kommt und seine Frau vernachlässigt. Also jetzt kann er natürlich Paartherapie machen, dass die beiden mit den Folgen einer Nicht-Delegationsfähigkeit lernen, besser umzugehen. Aber es wäre vielleicht an der Stelle viel besser, man würde mit ihm daran arbeiten, dass er delegationsfähig ist, beziehungsweise wenn er aus einer Kultur kommt, in der Delegation generell schleifen gelassen wird und nie geklärt wird, dann kann man es durch Personenqualifikation auch gar nicht lösen, das Problem. Dann muss man mit ihm überlegen, ob er etwas dafür tun kann, dass das System, die Kultur, in der er damit Probleme hat, bereit ist, an der Stelle sich zu qualifizieren. Und wenn das nicht der Fall ist, was er dann persönlich tun kann. Also oft wird auch, ich sage es immer in der Metapher, oft wird auch viel zu viel zusätzlicher Schauspielunterricht gegeben. Aber wenn die Stücke schlecht inszeniert sind oder überhaupt kein Skript gibt und die Regie nicht stimmt, dann ist mehr Schauspielunterricht keine Lösung. Oder umgekehrt, wenn gute Inszenierungen gemacht werden, dann lernen die Leute während der Inszenierung eine ganze Menge dazu, dann brauchen sie gar nicht so viel Weiterbildung. Also wir denken da immer in den Zusammenhängen. So, ich wollte ein bisschen noch was über Professionskultur sagen. Oh Gott, 22 Minuten schon. Auch nur Stichwort Profession, Berufe mit hohem schöpferischen Anteil. Darum geht es natürlich. Und Professionalität ist mehr als Wissenserwerb. Das wissen wir alle. Sondern es hat was damit zu tun, ob ich mich beheimaten kann. Ob ich das Gefühl habe, das bin ich jetzt geworden. Das ist jetzt in mir. Das ist ein seelischer Prozess. Das hat zum Teil damit, wenn ich natürlich meine Rolle nicht kann, ist es schwer, diesen seelischen Prozess zu durchlaufen. Aber es gibt Leute, die lernen dazu und lernen dazu und lernen dazu. Aber es fehlt eigentlich der seelische Prozess zu sagen, und jetzt bin ich's. Zum Beispiel ein Ernennungsritual in einer Organisation. Also wir haben dazu eine Reihe von Methodiken entwickelt. Also dieses sich beheimaten in einer Profession halten wir für wichtig. Und deswegen sprechen wir von Professionalisieren in unseren Weiterbildungen, wenn es eben nicht nur darum geht, den Werkzeugkasten zu füllen und das Know-how anzusammeln, sondern ein Berufsbild zu verstehen, eine Identität zu entwickeln und sich in ein berufliches Feld einzubetten.
dass man zum Beispiel der Logik der Organisationskultur nicht ausgeliefert ist, weil man in einem Personalentwicklerkreis ist und die in ganz verschiedenen Organisationen Personalentwicklung macht. Und wir haben ein Selbstverständnis, wofür wir stehen, mit dem wir dann in unsere Organisation gehen können. Und damit können wir befördern, dass sich in Organisationen Berufswelten treffen und zusammen Kultur machen, die nach der Logik verschiedener Professionswelten durchaus Sinn macht. Und nicht viele Unternehmen sind ganz einseitig nach bestimmten Berufslogiken aufgebaut, was ihnen dann irgendwann ziemlich schwer werden kann. Ja, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht machen angesichts der Zeit. Ich wollte Ihnen noch mal was sagen. Am Beispiel von Coaching als Profession, warum Coaching eine Chance hat, wirklich eine wichtige Profession zu werden. Es geht um letzte Zeile, um das Verhältnis Mensch-Berufswelt einerseits und Mensch-Organisationswelt. Und das sind sehr komplexe Zusammenhänge. Das heißt, ich muss Weltenkenntnis auch entwickeln. Ich muss wirklich Organisation verstehen, sonst kann ich eigentlich Menschen in Organisation nicht wirklich coachen. Und ich muss auch aus der Sicht von Organisation auf den Menschen blicken können und nicht nur vom Menschen auf die Organisation. Ich als Unternehmer habe auch dieses Anliegen, dass es nicht nur darum geht, dass du verstanden wirst von deinem Unternehmen, sondern dein Unternehmen darf dich bitte auch fragen, warum es gut ist, dass du da bist. Und wie das gehen soll und wie wir zusammenpassen. Passung ist eines der Stichworte. Was auf jeden Fall deutlich ist, und das ist vielleicht meine wichtigste Botschaft an der Stelle, ist, dass wir Einzeldisziplinen nicht übermäßig aufblähen dürfen. Ich finde Psychologie klasse, auch Business Psychology, und es ist trotzdem nur ein Teil unserer Urteilsfähigkeit, unserer Expertise. Und wir müssen auch erkennen können, wann es im Moment nicht in erster Linie ein psychologisches Problem ist. Zum Beispiel stimmt einfach der Businessplan nicht. Oder die Marktentwicklung läuft so, dass auch wenn ihr auf der Titanic jetzt alle die super Persönlichkeitsentwicklung macht, der Eisberg ist halt doch noch da. Und dann sollten wir überlegen, ob wir jetzt nicht eher auf Eisbergschau gehen und wie wir den Kapitän überzeugen können, dass hier doch nochmal was anderes dran ist. Auch wenn das mit Spannungen einhergeht. Und dann komme ich jetzt zur Lernkultur. Und diese Lernkultur hat eben mit solchen Verständnissen von Organisation und Professionskultur zu tun. Also die bewusste und unbewusste Wirklichkeitsgestaltung unter dem Aspekt des Lernens. Unbewusst heißt jetzt nicht verdrängt, sondern unbewusst heißt nur, unser Gehirn ist so komplex und funktioniert so vielschichtig, dass es immer nur ganz wenige Dinge gibt, wie durch ein Spotlight betrachtet, die wir aktuell angucken können. Aber alles andere funktioniert auch und bewirkt mein Verhalten und mein Erleben, was im Moment nicht betrachtet werden kann. Und das ist in dem Sinn aktuell unbewusst. Also nicht psychoanalytisch verdrängt oder so, sondern wir machen das einfach und man muss davon ausgehen, dass wir normalerweise in unserer Selbststeuerung etwa bei 90% unbewusster Selbststeuerung sind. Hoffentlich geschulte unbewusste Selbststeuerung, nicht immer geschulte. Und das macht es auch so schwer, Kulturentwicklung zu machen, weil wir alle haben jede Menge Reflexe gelernt, mit denen wir uns gegenseitig die Bälle für unsere gewohnte Kultur zuspielen. Und wir merken das gar nicht. Und wenn ich dann als Einzelner irgendwo in einem Curriculum bin und komme zurück und will jetzt meine Organisation verändern, die spielen mir aber alle die Bälle, wie sie sie immer gespielt haben. Und ich versuche die Bälle mal neu zu spielen, kriege sie aber nicht so zurück, dass ich weiß, wie ich das nächste Mal wieder draufhauen kann. Dann sieht man erstmal, wie schwer das ist, als Einzelner Kultur zu verändern und wie wichtig das ist, dass das viele gleichzeitig tun und koordiniert. Das habe ich jetzt, glaube ich, implizit längst gesagt. Jede komplexe Aufgabe ist zugleich Lernaufgabe. Und das weiß jeder am Arbeitsplatz. 90% von Lernen findet bei der Arbeit statt, im Zusammenspiel mit anderen. Das heißt, wir als Didaktiker, als Lernspezialisten sind aufgerufen, die 10% Lernen, die wir vielleicht in Sonderveranstaltungen betreuen dürfen, so zu gestalten, dass sie maximal förderlich für die 90% wirkt.
und nicht nur für die 10%, mit denen wir speziell zu tun haben. Wichtig ist, einer meiner Sprüche, dass wir uns immer dabei klar sind, dass man Kultur nicht vermitteln kann, ohne sie dabei zu leben. Wenn das doppelbödig und widersinnig ist, funktioniert das nicht. Das weiß jeder aus seinem Privatleben, dass es ihn nur überzeugt, wenn der andere dafür ein Beispiel ist, für das, was er mir sagt. Muss gerade noch mal gucken. Ah ja, das ist die Konsequenz aus dem, was ich vorher gesagt habe. Gerade weil es so schwer ist, über besondere Lernereignisse Kultur zu beeinflussen, ist es wichtig, dass wir eher in dem Kulturraum lernen, für den wir lernen. Also möglichst nicht too far off the job, sondern on the job und wenn das organisatorisch schlecht zu machen ist, near the job. Und die Art und Weise, wie wir lernen, sollte prototypisch sein, wie die Menschen bei der Arbeit auch selbst lernen und sich gegenseitig im Lernen fördern können. Wir können uns natürlich tolle Lernsituationen ausdenken, die die anderen aber währenddessen nicht übernehmen und weitertragen können. Dann bleiben sie, wenn es gut geht, im Rahmen von diesen 10%. Aber entscheiden Sie die 90%, die befördert werden durch das Lernen im Rahmen der 10%, auf die wir didaktisch Zugriff haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen, die bei uns lernen, nicht nur sich qualifizieren, nicht nur sich professionalisieren, sondern dass wir unsere Lernprozesse dabei selbst, wir haben ja diese drei Schwäne von einem der äußeren Schwäne, immer dabei mit betrachten, sodass die währenddessen eigentlich ausgestattet werden, über ihr eigenes Lernverhalten eine ganze Menge zu lernen. Da liegt oft der größere Transfer drin, als in dem, was sie gelernt haben, dass sie kapiert haben, wenn ich Angst kriege, ziehe ich mich auf Analyse zurück, obwohl ich an der Stelle eigentlich in Dialog gehen müsste. Das ist mein Lernmuster immer. Und wenn ich einen Berater suche und ich habe Angst, suche ich einen analytischen Berater. Ja? Also sie lernen über ihren Lernstil eine ganze Menge und erweitern ihre Lernstile und wir nennen das qualitativer Transfer und haben auf diese Weise eine Entwicklung ihres Lernvermögens, was ihnen sehr zugutekommt in den 90% sonst. Und weil Lernen immer auch ein sich gegenseitig Bälle zu spielen ist in einem kooperativen Setting, lernen die auch sich dabei selbst die Bälle zuzuspielen. Wir machen nur noch ganz wenig Plenumsupervision. Unser Hauptinstrument sind Methodiken, Konzepte, die den Teilnehmern bei uns helfen, kollegiale Beratung zu machen, sich gegenseitig beim Lernen zu helfen, zu verstehen, wie der andere zu lernen versucht, in der Sache ihn zu verstehen, im Kontext ihn zu verstehen, aber auch in seinem Stil ihn zu verstehen. Und ich muss nicht unbedingt Lehr- oder Lernspezialist werden, um trotzdem meine Kompetenz zu erweitern, dem anderen die Bälle so zuzuspielen, dass er auch draufhauen kann. Und es ist auch wichtig, dass ich dabei mich selbst kennenlerne, also meine eigenen Kompetenzen lerne auszuweisen, dem anderen zu sagen, du, was du von mir kriegen kannst, ist Folgendes. Und wo es bei mir eher schwierig wird, ist das und das. Oder ich glaube, dass ich in dem Bereich da eher ein bisschen zu zaghaft bin. Da gucken wir mal, wer in der Gruppe da ein anderer Typ ist und was der dann zu sagen hat. Ich mache immer eine Übung in den Gruppen, die heißt Baueinleitung und Gebrauchsanweisung für sich geben. Also dem anderen, ich kenne mich doch meist mindestens schon 30 Jahre. Was muss denn der andere in der kurzen Zeit, in der wir zusammen sind, entdecken, wie ich ticke? Ist doch gut, wenn ich ihm das erkläre, dass er das versteht, dass wir damit keine unnötige Zeit verbrauchen. Aber dazu muss ich selbst erstmal eine Idee haben, wie ich ticke und muss es dem anderen erklären können. Also nach dem Motto, wenn du nachhaltig an mir Freude haben möchtest, bitte ich dich, Folgendes zu beachten. Das ist dann weniger dramatisch manchmal, aber sehr viel hilfreicher. Ja, und dabei lerne ich eben, das habe ich gerade schon gesagt, andere im Lernen zu fördern und durch die Methodiken und Designblätter, die wir einbringen und die Gruppen lernen, ihren eigenen Lernprozess entlang dieser Designblätter selbst in Regie zu nehmen
und zu entscheiden, welche Variante sie diesmal nehmen und warum das zu der Fragestellung und zu den Menschen passt, lernen die Regiekompetenz für Lernprozesse, die sie dringend brauchen können am Arbeitsplatz, in einem Team, in einer Projektgruppe. Und dann können sie auch diese Methodiken übernehmen, weil die Methodiken nicht so exotisch sind, dass man sie nicht am Arbeitsplatz in einer Teamgruppe auch machen könnte. Ich wollte Ihnen, und dann werde ich jetzt doch noch ein paar Minuten überziehen müssen, jetzt an der ISB Lernkultur einfach nochmal sagen, wie wir das so zusammenbauen. Das eine sind, dass wir einfach Konzepte für Inhaltsperspektiven bieten. Da zeige ich Ihnen, und auch Lehren, da zeige ich Ihnen ein Beispiel. Das sind die vier Dimensionen eines Verantwortungssystems. Wenn die Menschen sich über Verantwortung, also wer muss auf welche Fragen wie Antwort geben, da ist ja nichts Natürliches. Wenn die sich darüber auseinandersetzen müssen, wie soll es denn in dieser Kultur sein, dann ist es wichtig, dass sie das in vier Fragerichtungen unterscheiden, nämlich will ich diese Antworten geben, kann ich sie geben, bin ich dazu in der Lage, manche Leute wollen gern, können sie es aber nicht, da muss ein Feedback-Prozess her. Manche Leute könnten es, haben aber Besseres zu tun oder anderes zu tun. Das sind die persönlichen Fragen der Verantwortung, aber auch von der Organisationsseite her, darf ich das, bin ich eigentlich autorisiert worden oder hat man mich nur in die Pflicht genommen, aber nicht die Mittel gegeben, die ich brauche, um der Pflicht zu genüge. Und nicht zuletzt muss ich es auch, gibt es auch eine klare, wenn ich eine Verantwortung übernehme, wird es auch kontrolliert. Vertrauen ist gut, aber kontrolliere auch, heißt dieser Lenin-Spruch. Also nicht Kontrolle ist besser, aber ohne Kontrolle ist es auch schwer, sozusagen gesicherte Prozesse und Absprachen herzustellen. Und das ist von daher gut, dass wir auf eine gute Weise die Dinge auch wirklich müssen. Und wie viele Prozesse kennen Sie, wo was besprochen wird und nach einer Weile und sogar Commitment da ist und zwei Monate später wissen die Leute nicht mal mehr, worin das Commitment bestand, dann muss man an der Ecke arbeiten, wenn man Verantwortungskultur voranbringen will. Und das ist eben so ein Inhaltskonzept, das einem hilft, die eigene Kultur unter diesem Gesichtspunkt zu befragen. Oder die Wieslacher Kompetenzformel. Professionelle Kompetenz ist Rollenkompetenz, mal Kontextkompetenz, mal Passung. Also zum Beispiel Personaler. Kann ich die Rolle überhaupt? Kenne ich die rechtlichen Grundlagen und. Ich muss wirklich die Rolle spielen können. Das allein hilft mir aber nicht, wenn ich nicht verstehe, wie das Spiel in unserer Organisation gespielt wird. Und es wird überall anders gespielt. Ich bin ein super Personaler in einer Agrargenossenschaft. Und wenn ich dann zu einer Fluggesellschaft gehe, stehe ich total auf dem Schlauch, weil ich zwar die Rolle kann, aber nur in einem bestimmten Kontext. Und ich habe da keine Kontextkompetenz. Und dann hilft mir meine ganze Rollenkompetenz nichts. Und deswegen ist auch mal die Verknüpfung. Das heißt, wenn ich zwar weiß, wie das Spiel läuft, aber meine Rolle nicht kann, kommt null raus. Oder wenn ich meine Rollen kann, aber das Spiel nicht verstehe, kommt auch null raus. Und das hilft mir auch zu verstehen, an welcher Ecke ich nachbessern muss. Oder wo wir uns Feedback geben müssen, was gebraucht wird, um das insgesamt zu erhöhen. Und dann kommt noch das Thema Passung. Passt nämlich zum Beispiel die Organisation zu mir und passe ich zur Organisation? Manchmal stimmt das einfach nicht zusammen und wenn man darüber sehr offen redet, oder es löst sich voneinander. Das Unternehmen, solange es mittelständig, sehr regional war, hat sehr zu mir gepasst. Das Unternehmen ist jetzt überregional und sehr viel stärker diversifiziert. Es passt jetzt nicht mehr zu mir. Passung geht verloren. Also man muss immer wieder über die Passung reden, weil meine Kompetenz in diesem Unternehmen hat unmittelbar mit dieser Passung zu tun. Wenn die verloren geht, hilft mir nicht, dass ich im Prinzip meinen Job gut kann. Und es gibt ja genügend innere Kündigungen. Das sind also zwei Beispiele für Inhaltskonzepte. Davon gibt es Bücher voll, liegen hier auf dem Tisch. Ich wollte Ihnen ein Beispiel noch für ein vielschichtiges und rollenspezifisches Lernen erläutern, nämlich die Beratermarktübung, dass Sie ein Gefühl kriegen, wie wir lernen auf ganz verschiedenen Schichten. Untergruppenarbeit, vier Leute,
A, B, C und D. A bringt ein Anliegen, B, C und D konkurrieren als Berater, den Auftrag zu kriegen, A zu beraten. A hat 5 Minuten Zeit, sein Problem zu erläutern, B, C und D 5 Minuten Zeit, ein Angebot sich zu überlegen und tragen das A vor. A wählt aus diesen 3 Angeboten. Sagen wir, B kriegt den Auftrag. Jetzt ist Rollenwechsel angesagt. Ab jetzt sind C und D Supervisoren für B. Die müssen einen Rollen, einen Perspektivenwechsel lernen. Manchmal müssen sie regelrecht ihre Stühle, mal aufstehen zwischenrein, ihre Stühle umrücken, um sich in einer anderen Rolle mit einem anderen Gütekriterium zu organisieren. B berät A, C und D geben B Supervision, die Beratung wird abgeschlossen. Jetzt geht es auf die nächste Stufe. A erklärt B, warum er ihn genommen hat und C und D, warum er sie nicht genommen hat. Die kriegen ein Feedback für ihr Marktverhalten. Aber, und die geben sich das auch gegenseitig, das Feedback, also dich habe ich nicht genommen, weil du mir gleich viel zu sehr in die Wäsche gegangen bist, emotional. Das habe ich an der Stelle nicht brauchen können. Oder dich habe ich genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass du das so klar durchblickst und mir sagen kannst, was Lösungen sind. Jetzt kommen wir aber nochmal auf eine andere Stufe des Feedbacks. Jetzt überlegen nämlich B, C und D, ob A richtig eingekauft hat. Und sagt, aha, du hast wieder den Analytiker genommen. Du nimmst immer den Analytiker. Aber wenn der dir helfen würde, wärst du längst weiter. Also du lernst nicht einzukaufen. Ja? Und dann wird darüber sich auseinandergesetzt, was hätte passieren müssen, dass vielleicht eine bessere Kombination stattgefunden hätte. Wer hätte welchen Beitrag dazu leisten können und wer hätte es auch rüberbringen müssen. Und die Leute, die bei uns in Weiterbildung sind, sind ja in ganz vielen Rollen. Die sind Vorgesetzte, die sind Projektmitarbeiter, die sind Verkäufer, die sind Einkäufer von Dienstleistungen. Wir können sie ja nicht nur für eine Rolle qualifizieren. Die müssen lernen, sehr flexibel, sehr beweglich auf ganz verschiedenen Ebenen zu lernen. Also das ist das Beispiel mit der Beratermarktübung. Und so haben wir Dutzende von Übungen, die auch allen unseren Netzwerkern jederzeit zur Verfügung stellen. Wir sind also ein sehr offenes, transparentes Unternehmen. Das heißt, die kriegen bei uns nicht nur die Segnung dieser Instrumente, sondern sie kriegen sie auch zur Weiterverwendung mit in die Hand gedrückt und wissen dann auch, wie man damit umgeht. Die haben nicht nur das Rezept, sondern die können auch kochen bei der Gelegenheit. Ja, Regiekompetenz ist dabei schon ein bisschen erklärt. Die lernen nämlich zu überlegen, für welche Art von Anliegen man welche Art von Lernprozess braucht. Und da haben wir oft das Problem, dass derjenige, der ein Lernanliegen einbringt, sich völlig übernimmt in dem, was in der folgenden Lerneinheit überhaupt machbar ist, weil er sich auch schon übernommen hat in der Verantwortung, die er in seiner Organisation übernommen hat oder die ihm zugeschoben wurde. Und dann heißt es hinterher, der Lernprozess taugt nichts, weil das diese Probleme nicht gelöst hat. Aber jeder Lernprozess kann natürlich immer nur ein paar Schritte gehen und man muss vorher gucken, auf welchem Reifegrad setzen wir überhaupt auf. Und da haben wir auch eine Reihe von Übungen, finden Sie bei uns auf der Website, die Charts, die Übungen dazu, die Fragebögen. Also habe ich so einen Prozess überhaupt schon mal gemacht? Also habe ich persönlich, bin ich OEler geworden, einfach weil ich irgendwo ein schönes Seminar gemacht habe? Oder hat die Organisation schon mal einen Prozess dieser Art gemacht? Also können die anderen Mitspieler, können die das Spiel? Denn wenn die das Spiel können, muss ich nicht so top sein, sondern dann kann ich auch mit einer mäßigen Qualifikation mitspielen oder die anderen sogar anleiten, sodass man ein Gefühl dafür kriegt, wo steht das System eigentlich, wie groß ist die Aufgabe und was ist mit der anstehenden Lerneinheit auch überhaupt zu leisten. Und viele unserer Teilnehmer haben diese Fragebögen und diese Übungen auch in ihre Projektgruppen mitgenommen, dass sie sich mal selbst befragen, wo stehen wir eigentlich. Bernd, darf ich zwischendurch fragen, einfach aus Regiekompetenzgründen, ich bin gleich fertig. Ja, ist super. Ja, ist mir schon klar, wie sehr ich überziehe. Aber jetzt habe ich noch 1,5 Minuten, bis 45, also das mache ich noch. Intuition, narrative Verfahren, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Wir machen sehr intensiv Spiegelungsübungen und die Leute lieben das, weil wir eine Atmosphäre haben, in der jeder beobachtet, was entsteht eigentlich in mir, wenn ich dir zuhöre. Und das
wertschätzend, aber aufrichtig dem anderen auch spiegeln, oft in Bildern, weil das ja analytisch gar nicht so leicht zu beschreiben ist, sodass die Leute auch erfahren, was die anderen wirklich steuert in der Kooperation und nicht das, was sie sagen. Aber die Leute, anderen wissen sie oft auch gar nicht. Das heißt, wir brauchen eine Atmosphäre, in der ich mich wissen lasse, warum ich eigentlich so oder so entschieden habe. Weil wenn ich mir zugucke, wie ich auf den reagiere, wird mir klar, was für eine innere Meinung ich mir über den gebildet habe. Die mag ungerecht sein, aber sie steuert mich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber austauschen. Wie gern möchten viele von Ihnen wirklich erfahren, was die anderen steuert und was sie oft selbst gar nicht mitkriegen. Und trotzdem spüren sie, da ist was, aber es ist an der Oberfläche nicht sagbar oder es ist auch nicht üblich, sich das offen zu sagen. Aber wie will man dann lernen? Deswegen sind solche Spiegelungsübungen bei uns ganz wichtig. Dazu nur ein Satz. Sie merken also, es geht nicht um die einzelnen Zutaten dieser komplexen Lernprozesse, sondern es geht um die Programmqualität, wie alles auch zusammengefügt ist. Und das ist dann auch schon das Abschlussbild. Das haben wir jetzt gerade zum 30-Jährigen nochmal gemacht. ISB ist mehr als Weiterbildung. Das heißt, die Leute kriegen nicht nur Kompetenzentwicklung, die kriegen nicht nur Professionalitätsentwicklung, sondern sie lernen, wie man Lernkultur betreibt und wie man zu Lernkultur beiträgt und Regiekompetenz, das ist der Schwan rechts. Und sie kriegen das ganze Know-how von uns. Also sie lernen ein großes Spektrum an Know-how in Aktion, Aktionslernen ist ja dein Thema, an sich selbst kennen und haben von daher auch das richtige Feeling dafür, wenn sie es weiterverwenden. Und dann kommt das ganze Netzwerk noch dazu. Wir haben Unternehmen, die haben schon 200 Leute bei uns in den letzten 20, 30 Jahren qualifizieren lassen. Die merken spürbar einen Effekt. Weil wenn die sich untereinander treffen, leben in einer Kultur und es geht ganz schnell Hand in Hand. Und das ist das Segensreiche an Kultur, da die setzen sich zusammen und können relativ schnell vertrauensvoll zusammenarbeiten, als würden sie sich schon lang kennen. Aber das ist die Kulturverwandtschaft. Es ist nicht die persönliche Sympathie. Und von daher auch wichtig, wenn man persönlich nicht unbedingt zusammen in Urlaub fahren möchte. Und von daher auch geeignet für den Professionsbereich und für den Organisationsbereich. Und das ganze Netzwerk agiert sehr intensiv auf Internetbasis, macht kollegiale Supervision, schiebt sich Aufträge zu und so weiter. Und die Einbindung in Verbände rechts oben, Coachingverband, internationale Organisationscoachingverband, sodass die Menschen verstehen, in welchem Professionsfeld sie auch aktiv sind. So, das tut mir leid, dass ich das jetzt so überzogen habe. Es ist schwer, wenn man viel weiß, sich kurz zu fassen dieses Mal. Es ist mir nicht so gut gelungen, wie es mir eigentlich meist gelingt. Aber mit diesen 5 Flattermännern will ich Sie jetzt erstmal in die Diskussion untereinander, das ist, glaube ich, der nächste Schritt, verabschieden. Und dann können wir alles, was Sie noch weiter interessiert, danach besprechen. Genau. Dankeschön, Bernd, für diese reiche Packung an Impulsen. Danke, dass du das hier gemacht hast und herzlichen Beifall auch dafür. Und wir sind hier ja wirklich Flexibilität gewohnt. Das letzte Mal hatten wir Matthias Wager von Kibet zu Besuch. Gemessen daran bist du total im Flow geblieben. Da kann ich dich beruhigen. Und lassen Sie uns doch jetzt eine Viertelstunde Zeit. Bernd Schmidt hat ja auch gesagt, so, es geht bei Kultur darum, sich Bälle zuzuwerfen. Und das ist die Möglichkeit, dass Sie jetzt einfach sich eine Viertelstunde Zeit nehmen, sich einige Bälle zuzuwerfen. Falls Sie auch Wasser dazu brauchen, gibt es das draußen an der Theke, sodass wir ein bisschen Kontakt machen, miteinander umgehen. Und in einer Viertelstunde, nach meiner Uhr, ist es dann 7:55, dass wir uns hier auch wieder treffen. Und ich werde einfach dann pünktlich anfangen mit Diskussionsfragen. Okay, kurzer Zeit für Sie.